Oh mein Gott, Freunde, wir müssen reden. Was war das für eine intensive Dragon Ball Super Folge? Dragon Ball Super Folge 123. Jetzt gibt das Review dazu. Ich bin euer Boy Ozan natürlich. Außen vorweg. Vegeta hat eine neue Form bekommen. Da kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Die Folge war wirklich intensiv. Intensiv spannende Folge, fand ich sehr, wirklich sehr, sehr gut. Folge hat quasi erst angefangen, indem wir gesehen haben, Vegeta lag auf dem Boden quasi und Karot war kurz davor, Jiren zu bekämpfen. Jiren dagegen war cool wie immer und hat Vegeta als Krieger bezeichnet, hat gesagt, Vegeta, bzw. Kriegerschlaf. Kriegerschlaf, das ist ein bisschen, ja, das hat natürlich Vegeta getriggert an der Stelle. Jedoch haben die von dem Universum 11 auch gemeint, ha, es ist eine Ehre, dass Jiren Vegeta als Krieger bezeichnet, weil er ihn seine Stärke quasi respektiert und angesehen hat. Ja, ich finde, da hat Jiren trotzdem dennoch so auf sie herabgelassen, hat vielleicht ihre Stärke ak akzeptiert, aber sei es drum. Jedenfalls hat Jiren diese Pose quasi, er hat gesagt, Krieger, hat sich umgedreht, ganz easy, Schlaf. Und dann kam die Zeno-Samas daher. Einer von ihnen stand und hat die Pose nachgemacht. Jiren schlaft die Pose. Die Szene war wirklich sehr, sehr witzig. Das war typisch Zeno, ja. So süß und niedlich sie sind. Das war echt witzig. Dann aber ganz kurz die Kämpfe mit Gohan, C17 und gegen Toppo. Was habe ich dazu sagen? C17 ging die ganze Sache gut an, denn er hat gemerkt, okay, ey, Gohan, hör auf zu versuchen, mit mir zu koordinieren. Das passt nicht. Wir haben zuvor noch nie gekämpft. Wie C17 Toppo aufgehalten hat, seine Bewegung eingeschränkt hat, fand ich ein bisschen selbstopfernd, ein bisschen komisch. Hab eher gedacht, dass C17 ihn quasi irgendwie lähmt oder paralysiert, aber nein, Toppo hat quasi seine Schulter ausgerenkt und hat C17 seine Barriere gemacht und hat gesagt: Gohan, los! Kann man machen, ist eine Wahl, ja. Es geht ums Überleben, heißt, dann zieht man alle Register. Da kam Gohan hinterher mit der Kamehameha. Hätte auch fast geklappt, hätte auch fast geklappt. Dann hat irgendwie Gohan, ich weiß, ob er quasi einen Rückzieher gemacht hat, mit der Kamehameha aufgehört. Kurz bevor Toppo raus wäre. Da hatte C17 geschrien, hat wahrscheinlich, wollte wahrscheinlich nicht, dass C17 verletzt wird, rausfliegt. Da hat, finde ich, so ein Gohan durchziehen müssen. Da hat durchziehen müssen, aber so wie sein Charakter ist, hat es dann nicht getan. War trotzdem eine gute Szene auf jeden Fall. Dispo Freezer, was gibt's kurz dazu sagen? Dispo Freezer, ja, Dispo hat gedacht, er ist jetzt überlegen. Nee, Freezer steht ganz easy auf. Klopft sich das Staub von der Schulter und weiter geht's quasi. By the way, ich weiß gar nicht, warum ich mein Headset noch anhab. Ich hab's regelrecht direkt, ja, nachdem ich die Folge gesehen habe, direkt auf den Aufnehmen-Button geklickt, damit ich auch ja nichts vergesse. Anyways, ja, so viel zu den Szenen. Dann ging das quasi, dann ging der Hauptkampf los. Vegeta lag, wie gesagt, angeschlagen am Boden, hat Karot, mit Kakarot quasi interagiert, mit ihm ein bisschen geredet. Das fand ich cool, die Szene an sich direkt am Anfang, dass Vegeta war nicht ohnmächtig, er war sehr angeschlagen, hat sich trotzdem noch aufgerafft, sich hingelegt und Kakarot quasi vorgeschickt. Kakarot hat gesagt, ja, ist jetzt meine Runde. Ich finde das quasi die Beziehung zwischen Vegeta und Kakarot, sagen wir mal, ich versuche mal die ganze Zeit Goku zu sagen, sorry Leute. Goku finde ich wirklich gut mittlerweile. Denn Vegeta hat quasi ihm auch Tipps gegeben, als Shiden ihn angegriffen hat, hat er gemeint, ey, Goku über dir und so weiter und so fort. Goku fand ich wirklich sehr cool, wie er gekämpft hat. Er ging wirklich strategisch vor. Das fand ich sehr, sehr cool. Denn Goku hat erstmal um Jiren herum, er hat erstmal versucht, die Distanz zwischen ihm und Jiren herauszufinden. Was Goku dann gemacht hat, ist, wie gesagt, er ist wirklich, hat mich ein bisschen überrascht, dass Goku, weil der Goku ist eigentlich jemand, er kämpft einfach aus Natur aus. Aber diesmal war er wirklich, ist er strategisch vorgegangen. Er hat quasi Dispo sagt, Jiren erstmal wie ein Shinobi-like, Naruto-like, um ihn herum gesprintet. Hat aber mit der Teleportation, momentan Teleportation, immer wieder so kleine, ganz kleine, dass Jiren nicht gemerkt hat, Bomben hingelegt aufs Schlachtfeld um Jiren herum. Das sind dann quasi Landminen. Jiren ist dann über eine Zeit draufgedappt und ist wirklich explodiert, also die Explosionen waren wirklich groß, die hatten auch Stärke in sich, das hat man gemerkt vom Publikum aus, wie die da reagiert haben. Aber Jiren hat quasi kurz vor der Explosion ist er gesprungen und hat das quasi vermieden, die Explosion. Also Goku hat in der Hinsicht Jirens Bewegung leicht eingeschränkt, finde ich, denn Jiren muss dann in die Luft quasi und dann ging Goku in den Fight, ganz normaler Standardfight gegen Blue, hat wirklich alles gegeben quasi erstmal, aber Jiren hat gut dagegen gehalten. Dann jedoch,
Dann jedoch fand ich sehr cool. Als kurzen Gänsehaut-Moment. Da hat Goku sich an den Kampf vor dem Turnier mit Krillin erinnert, als er mit Krillin trainiert hat, um Tag Team quasi, um in ein Team zu kämpfen. Hat er sich daran erinnert, dass Krillin mit der Destructor Disc Gokus Schlachtfeld, Gokus Umgebung besser gesagt, eingeschränkt hat, so zerschnitten hat. Da kam Flashback, ich fand den Flashback sehr, sehr cool, ich hatte da wirklich Gänsehaut. Und Goku hat das quasi auf Jiren angewandt, fand ich sehr cool. Und er hat das genannt, Destructor Disc Hexblade. Ja, neuer Name. Dadurch hat Goku quasi Jiren abgetrennt. Sie waren beide auf dem Felsstück, was auch ein bisschen aus der Stage herausragte. Und hat den Teil, wo Jiren drauf war, abgeschnitten und Goku fiel nach hinten und hat sich kurz teleportiert über Jiren, einen Kick verpasst, ab nach unten mit dir Jiren und sich zu Vegeta teleportiert. Aber wie Jiren zurückkam, Leute, Jiren hat quasi direkt, er hat erstmal ein Power-Up gemacht, hat sich Power-Up, rötlich wurde er, seine rote Aura hat ihn umschleift, hat sich durch kleine Felsen hochgejumpt, da merkt ihr schon, was für eine Kontrolle er auf jeden Fall hat mit seinem Körper. Und ist dann wieder auf die Stage, direkt durch die Minen, durch die Landminen von Kakarot. Total ignoriert, diesmal drauf geblieben, kein Schaden, gar nichts. Gen Goku und Vegeta hat dann gemeint, du weißt schon, dass es nichts bringt und so bla bla. Er kommt. Also haben sie wirklich wieder gut zusammen, quasi, allein dass sie sich unterhalten, ist schon mal cool, finde ich. Dass sie da zusammenarbeiten, gewillt sind zusammenzuarbeiten. Da kam Jiren, wie gesagt, auf Goku zu. Und Leute, Jiren hat seine ganze Kraft in seine Faust mobilisiert. Ein Hieb losgelassen auf Goku. Das hat Goku gestreift. Das hat Goku so geflashbackt, dieser Hit. Es hat Goku nicht getroffen. Aber er ging vom Blue Instant in normalen Modus. Er war so schockiert. Man hat gemerkt, auch von den Zuschauerrängen, dass dieser Hieb es in sich hat. Und der Kaioshin meinte dann, ach, das ist ein normaler Hieb von Jiren gewesen. Was? Ein normaler Hieb von Jiren. Jiren hat direkt bam, Street Fighter-like boom, weiter abgefeuert. Die haben Kakarot getroffen. Kakarot wirklich sehr getroffen. Ich habe kurz gedacht, oh je, geht er wieder in den Ultra-Instinct, weil er so wieder geschwächt war. Aber nee. Er hat gesagt, oh mein Gott, solche Schläge habe ich noch nie bekommen, Kakarot. Und dann, Leute, was dann abging. 1A. Dann wurde es ernst. Goku steht auf. Rafft sich auf. Vegeta steht auf. Tag Team. Beide haben angefangen zusammen zu kämpfen. Goku hat sich Power-Up. Sie haben quasi alles rausgeholt, was ging. Goku ganz klar Blue, Kaioken drauf gepasst. Allein die Inszenierung. Die Inszenierung war insane. Animation kam nicht an die letzte Folge ran, muss man nicht drüber reden. Aber die Inszenierung war echt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, Goku mit der Kaioken. Und auf einmal auf das, was wir alle gewartet haben. Auf das, was ihr alle gewartet, auf der linken Seite, Vegeta, pumpt sich auf. Er versucht, in dem Modus, in dem er gerade ist, er ist wirklich angeschlagen, im quasi Nahtod, hat er versucht, alles zu geben und hat seine Grenzen überschritten, so wie es gesagt wurde von den Zuschauerrängen. Und zwar hat er quasi nochmal gesagt, ich werde es auf meine eigene Art und Weise ein Power-Up machen, meine eigene Transformation quasi, hat sich daran erinnert, dass er Kaba ein Versprechen gegeben hat und das war sehr, sehr cool. Denn wir kennen das Versprechen, dass er die Super Dragon Balls holen wird, um das Versprechen einzuhalten, damit er Kaba besuchen kann auf seinem Planeten als Prinz der Saiyajin, so stolz er auch ist. Wenn ich davon rede, bekomme ich Gänsehaut. Das hat sich fest in ihn gebissen und hat gemeint, ich habe ein Versprechen zu erledigen, ich muss es schaffen. Er ist dann Full Power gegangen. Er hat auch gesagt, ich gehe volle Power, das ist meine ganze Kraft, die dann pumpt sich auf. Seine Haare, sein Kopf zieht sich ein bisschen nach hinten. Ich rede so gehypt, aber insane, neue Transformation. Seine Haare wurden dunkler und das ist ganz klar eine neue Transformation. Die aus den Zuschauern haben auch gesagt, Super Saiyan Blue hatte, sogar der Daishinkan hat es gesagt, wenn mich alles täuscht. Der Daishinkan war es, hat gemeint, er hat den Super Saiyan Blue auch in seiner eigenen Art und Weise durch seinen Körper übertroffen und ist jetzt über dem Super Saiyan Blue. Wiederum andere meinten, er hat seine Schale durchbrochen, so wie das bei Ultra Instinct gesagt haben. Wobei, wir kommen gleich darauf zurück, ob ich das mit Ultra Instinct vergleichen würde. Hat ein Power-Up gemacht und Whis hat, glaube ich, gemeint, oder jemand aus... Ne, Krillin war das, hat dann gemeint, Vegeta hat quasi sein Limit gebrochen. Im Englischen war das Limit Break.
Leute, als sie gesagt haben, die ganze Ultra Goku ist Limit Breaking Form, der Limit Breaker Goku, nein! Wir haben hier Limit Break Vegeta. Limit Break Vegeta. Dann sind die beide, ich komme gleich auf die Form zu sprechen, was ich davon halte. Dann sind die beide direkt auf Jiren gestürmt im Tag Team. Das fand ich cool, sie haben zusammen gearbeitet, aber Whis hat gemerkt, sie versuchen zwar zusammenzuarbeiten, aber es klappt nicht. Wir kennen beide, ja. Sie arbeiten ungern zusammen, machen es trotzdem, sind gewillt dazu, haben ihn zusammen angegriffen, aber Whis meinte quasi, jedoch bringt diese Unausgeglichenheit in ihre Art, wie sie zusammen kämpfen, Jiren aus dem Konzept. Da haben sie kurz gegen Jiren mithalten können und Jiren hat auch gemerkt, okay, eure Bewegungen, eure Schläge sind jetzt schärfer. Jetzt geht's in die finale Runde, Leute, auf jeden Fall. So hat die Folge dann quasi geendet, viel mehr ist da nicht passiert. Heißt, sie werden auf jeden Fall noch viel, viel sehen. Das ist quasi ein Cliffhanger von der Folge gewesen, wie sie Duo gegen Jiren gehen. Aber was halte ich von der neuen Transformation? Ich nenne sie jetzt einfach mal Limit Breaker Vegeta, wenn ich ehrlich bin. Denn ich habe die ganze Zeit gewartet, wie nennen sie es? Da kam kein Ultra Instinct, kein gar nichts, kein 100% Super Saiyan Blue, sondern Limit Break, weil Vegeta seine Schale durchbrochen hat. Limit Breaker Vegeta. Limit Breaker Vegeta, Leute. Vegeta ist voll 100% gegangen in dem Sinne, was er gerade drauf hat. Er hat seine ganze Kraft ausgeschöpft, hat auch gesagt, der hat gemeint, das ist meine volle Kraft gegen dich, Jiren. Und die Transformation an sich unterscheidet sich vom Super Saiyan Blue. Die Haare sind wesentlich dunkler, die Aura glitzert ein bisschen, hat so Sparkling-Effekte und die Augen, er hat quasi, die sind so animiert, beziehungsweise sind sie so wie im Ultra Instinct Goku oder Godku. Heißt, das ist wirklich eine neue Form. Die Form, was wir dazu bis jetzt sagen können, ist, sie ist stärker als Super Saiyan Blue. Vegeta hat seine eigenen Grenzen übertroffen, endlich mal. Und auf die Weise mit dem Beschützerinstinkt. Für Kaba, für die Saiyajin-Rasse. So stolz unser Krieger ist. Aber ich würde die Form niemals mit Ultra-Instinkt vergleichen. Ich denke, von der Stärke her kommt sie an Ultra-Instinkt niemals ran. Das ist quasi, ihr müsst euch so vorstellen, wir haben jetzt Blue, Super Saiyan Blue, beziehungsweise Super Saiyan Kaioken. Kakarot hat auch in der Preview von der letzten Folge gesagt, beziehungsweise zu der Folge jetzt, dass Vegeta quasi schon auch mich übertroffen hat. Also können wir auch davon ausgehen, dass diese Form stärker als der Kaioken Blue ist, was Kakarot gesagt hat. Heißt, quasi wir haben Kaioken Blue, beziehungsweise Super Saiyan Blue, dann kommt Vegeta, Limit Breaker Vegeta und dann kommt Ultra Instinct Goku, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich würde die Spalte wissen, wir wissen nicht, wie stark die Form ist, wir haben nicht so viel gesehen, aber so allein von dem, was die Zuschauer da mitbekommen haben, würde ich sagen, ich würde das da einkategorieren, aber Ultra Instinct ist es definitiv nicht, das ist kein Ultra Instinct Blue Vegeta, sondern quasi ein Schritt davor, wobei ich sagen würde, dass Ultra Instinct mehr eine Technik ist und das jetzt eine Transformation von Vegeta und ich finde es wirklich sehr, sehr cool, dass sie in Dragon Ball die Schiene gehen, dass jeder seine eigene Transformation bekommt. Vegeta hat oft gesagt, ich werde es auf meine eigene Weise schaffen, soll Goku sein Ultra Instinct haben, ich mache es auf meine Art und hier haben wir Limit Breaker Vegeta. Kurz Sache noch zu der Form, ich würde nicht sagen, dass es ist schwer. Es könnte die Adaption vom Anime sein, dass das die Form 100% Blue ist. Im Manga wissen wir, da hat Goku und Vegeta 100% Blue angewandt, da haben sie jedoch ihre Aura in sich gesogen und so die 100% Blue Form erreicht. Hier wiederum ist es anders. Das sieht ganz klar anders aus. Kann sein, dass Anime quasi das so adaptiert hat, das so zeigt, dass das die 100% Form ist, wobei ein 100% oder so irgendein Begriff desgleichen ist nicht gefallen, sondern Limit Breaking. Vegeta hat einfach seine Grenzen überschritten. Ich würde das quasi so sehen, wie als Gohan Ultimate Gohan wurde und sein volles Potenzial ausgeschöpft hat, seine Grenzen überschritten hat. So ist es quasi, dass jetzt Super Saiyan Blue Vegeta sein Limit gebrochen hat und hier haben wir quasi Limit Breaker Vegeta. Ich bin gespannt, was die Form alles drauf hat. Das ist quasi das, so viel dazu, was ich zu Form denke, Leute. Was hat ihr von der Form? Wie fandet ihr Folge? Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten bin ich echt geil auf Limit Breaker Vegeta. Und natürlich, wenn die Karte hoffentlich auf Dokkan kommt. Auf Dokkan wird uns eh vieles erwarten, aber die Folge an sich war insane, Leute. Ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Peace.